Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Die einzige Sendung, die so dumm ist, Themen wie Gears 5 und Borderlands 3 in ein Video zu packen, anstatt daraus mehrere Videos zu machen und mehrfach Klicks abzugreifen. Kommt sogar noch ein super krasser Geheimtipp. Children of Morta auch noch oben drauf. Das ist super dumm. Macht keinen Sinn. Dumm. Während andere Spiele jährlich aufgebrüht werden, hat man Borderlands 3 ordentlich lange ziehen lassen. Ja, 5 Jahre, um genau zu sein. Und trotzdem sieht alles aus wie immer. Ja, Comic-Look, haufenweise Loot, fettes Abgeballer und, naja, Claptrap. Ja, aber nicht alles ist beim Alten geblieben. Es gibt ein paar Neuerungen. Welche das sind, das sagt euch jetzt der Markus. Das ist nicht nur ein verdammt geistreicher Reim, sondern auch die Philosophie von Borderlands 3. Nach dem eher bescheidenen Abstecher zum Mond im Pre-Sequel vor 5 Jahren geht die Beuteballerei wieder im psychopathenverseuchten Ödland von Pandora weiter. Und wie die 3 im Titel verrät, wird die Story von Borderlands 2 direkt fortgesetzt. Damit das nicht zu öde wird, startet ihr mit einem der 4 neuen Kammerjäger ins Endzeitabenteuer. Da hätten wir die Sirene Amara, die sich mit ihren 6 Spektralarmen durch Gegnerhorden prügelt, den Gadget-Experten Zane mit seinen Drohnen und Hologrammen, die ballerwütige Moose, die einen fetten Mac rufen kann, und zuletzt den Bestienmeister Fleck mit seinen hungrigen Mutantentierchen. Kaum habt ihr euch entschieden und die erste Meute wütender Wüstenpsychos niedergemäht, macht ihr auch schon Bekanntschaft mit den neuen Schurken Pandoras, den Calypso-Zwillingen. Das ist toll! Deren fesche Frisuren und leuchtende Tattoos können nur eines bedeuten. Sie sind Endzeit-Influencer. Und immer schön liken, folgen und gehorchen. Und damit nicht genug. Die beiden sind außerdem diebische Sirenen mit der Power der magischen Tattoo-Entfernung. Anders gesagt, sie können die Kräfte anderer Sirenen stehlen und sich einverleiben, so wie von unserer Freundin Lilith hier. Ja, 2 ganz schön miese Typen. Damit die garstigen Geschwister sich nicht sämtliche Sirenenkräfte jenseits der Milchstraße und dazu auch noch die Schätze der legendären Großen Kammer unter die Nägel reißen, treten wir der Rebellion bei und starten den Gegenangriff. Doch bevor es zur finalen Konfrontation kommt, erwartet euch ein langer, mit Blut gepflasterter Weg. Und das meinen wir quasi wortwörtlich. Egal ob im Briefkasten, im Müllhaufen, in der Waschmaschine oder dem Plumpsklo, überall springt euch funkelnder Loot entgegen. Darunter natürlich auch massig Waffen, und die sind die unangefochtenen Stars von Borderlands 3. Die Ballermänner fühlen sich einerseits präziser und wuchtiger an als in den bisherigen Teilen, vor allem sind sie aber noch verrückter und abwechslungsreicher. Diese leergeschossene Schrotflinte wird beim Wegwerfen zum Beispiel zur Sprengladung. Noch abgedrehter diese Granate, die riesige Pilze aus den Gegnern sprießen lässt. Oder vielleicht doch lieber eine Maschinenpistole, die sich beim Nachladen in ein kleines Gehirn auf Spinnenbein verwandelt, das Gegner verfolgt und eigenständig ballert. Ziemlich wahnsinnig, aber auch äußerst motivierend, denn das Ausprobieren neuer Wummen macht in kaum einem anderen Spiel so viel Bock wie hier. Laut den Entwicklern gibt's über 1 Milliarde verschiedene Waffen. Können wir zwar nicht überprüfen, aber eine Menge Möglichkeiten sind es auf jeden Fall. Denn viele Todbringer haben neben zig verschiedenen Komponenten, Perks oder Schadenstypen jetzt auch noch einen sekundären Feuermodus. Ein Maschinengewehr kann so zum Beispiel automatisch treffende Kugeln verballern oder eine Pistole gleichzeitig zum Granatwerfer mutieren. Jedes Schießeisen ist auf irgendeine Art besonders. Das macht die Waffenwahl zu einer ziemlich kniffligen Angelegenheit. Geil, wieder neuer Loot. Aber was nehme ich denn jetzt mit? Das sieht alles irgendwie nützlich aus. Also ich finde, wir sollten die Double Penetrating Pocket Rocket nehmen. Das ist ein ganz toller Revolver, der macht super viel Spaß. Der verschießt selbsthaftende Gyrojets und macht dabei auch noch plus 100 indirekten Schaden. Das wäre doch ganz toll, oder? Ich weiß nicht, das klingt ganz schön gefährlich. Ich meine, die Kugeln explodieren und am Ende verletzt er sich nur selbst. Wie wär's mit dem Spitting Diamondback Sniper? Das verschießt 4er-Salven und das schön sicher aus der Ferne, okay? Wie langweilig. Wir brauchen etwas episch-ekliges, sowas wie die Säuremaschinenpistole Smart Gun XXL. Die verschießt nämlich explodierende Gehirne, die zu 90%iger Wahrscheinlichkeit die Gegner krass verätzen. Ja, aber sind wir denn hier im Kindergarten? Wir brauchen Bums und Zerstörung. Wir nehmen ja wohl den Stuffed Atomizer Raketenwerfer. Der verschießt 3 Raketen gleichzeitig, die in einem Radius von 540 alles nuklear verseuchen. Das ist mal eine Waffe.
Hey Leute, ich weiß, welche Waffe wir nehmen. Ach ja, und welche? Eine, die schießt. Ja. Da qualmt der Kopf zurecht, denn wer im Ödland nicht am untersten Ende der Nahrungskette stehen will, sollte stets einen gesunden Mix aus Waffentypen und Schadensarten dabei haben. Die meisten Feinde sind zwar nur Kanonenfutter, einige Gegnertypen bringen euch aber ganz schön ins Schwitzen. Vor allem bei fiesen Typenkombinationen und Immunitäten gegen bestimmte Waffen. Auch bei den Bossen muss öfter mal taktiert werden. Dieser Kampfkoloss lässt etwa eine Eiskugel um die Arena kreisen, was euren Bewegungsradius einschränkt. Oder hier, explodierende Musikboxen machen heftigen Schaden, wenn ihr im Kampf an der falschen Stelle steht. Okay, letztendlich reicht Ballern meist aus, aber der Abwechslung tun solche Spezialkämpfe vor allem im üblichen Shoot and Loot Trott sehr gut. Besonders abwechslungsreich fallen die Nebenmissionen aus. Die gewinnen in Sachen Struktur und Ablauf zwar auch keinen Innovationspreis, glänzen aber mit Kreativität und Humor. Hier müssen wir Claptraps Haustier Kevin auf Eis legen, da es sich wie Ungeziefer vermehrt hat und nun die gesamte Crew terrorisiert. Oder wir entdecken das Geheimlabor eines Hausmeisters, wo menschliche Gehirne in Rattenmutanten verpflanzt werden. Skurrile Geschichten und witzige Begegnungen findet man an jeder Ecke. Und das motiviert unheimlich, die Welt von Borderlands 3 zu erkunden. Besonders witzig wird's übrigens bei den Kills. Ballert ihr einen Psycho nieder, lässt er nochmal einen letzten Satz los. Planet war sowieso scheiße. Weil die uns nicht nur einmal zum Lachen gebracht haben, folgt nun eine Top-3-Liste der besten Todes-One-Liner. Platz 3, der Name. Du wirst dich an meinen Namen erinnern. Er lautet... Platz 2, der Meta-Gag. Jetzt hab ich mein... Und Platz 1, Code. Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, ballert ihr euch nicht mehr nur noch durch Pandoras staubiges Ödland. Borderlands 3 hat sogar gleich mehrere neue Welten zu bieten. Darunter der sumpfige Waldplanet Eden 6, die Sci-Fi-Metropole Meridian auf Promethea oder ein Mönchsdorf im Asialook auf Athenas. Damit es sich dort auch geschmeidig hinreißt, habt ihr gleich noch ein eigenes Raumschiff, die Sanctuary 3. Hier hängen zum Beispiel die coolen Rebellenfreunde ab, für die ihr Nebenmissionen erledigen könnt. Außerdem gibt's Privatgemächer samt Tresor- und Einrichtungsoptionen. Händler versorgen euch mit dem neuesten Shit und an dem neuen Lost-and-Found-Automaten bekommt ihr verloren gegangenen Loot zurück. Und keine Sorge, wenn ihr reisen wollt, müsst ihr nicht jedes Mal aufs Mutterschiff zurück. Habt ihr einen Planeten einmal besucht, könnt ihr jederzeit im Menü per Schnellreise dorthin zurück. Eine weitere neue Komfortfunktion, ihr könnt euch jetzt genauso einfach zu eurem Fahrzeug teleportieren. Der Borderlands-Kenner wird jetzt sagen, warum sollte ich? Fahrzeuge sind eh scheiße. Tja, lieber Markus, diese Zeiten sind vorbei. Denn die fahrbaren Untersätze lassen sich nun tatsächlich vernünftig steuern. Ja, wirklich, das Herumfahren macht jetzt richtig Bock. Und die Ballerkarren lassen sich auch noch an Fahrzeugstationen mit Waffen und Bauteilen pimpen, die ihr von Autos der Wüstenpunks abzieht. Außerdem hat euer Held noch ein paar neue Fortbewegungstricks gelernt, wenn's mal keine Karre sein muss. Ihr könnt euch jetzt nicht nur an Vorsprüngen festhalten und hochziehen, sondern auch lässig und flott über den Boden rutschen. Ja, Thüringer Klöße mag ich sehr, die schmecken mir am besten. Mir auch. Egal wo ich auch immer bin, gibt's Klöße, muss ich sie testen. Nicht Döner, ne? Nicht Spaghetti? Nein, nein, Thüringer Klöße müssen es für mich sein. Ja. Moin. Moin. Ja, das sieht vielleicht etwas komisch aus, sorgt aber für ein frisches Spielgefühl, wenn ihr geschwind von Deckung zu Deckung rutscht. Positive Gefühle dürfte mancher Fan jetzt auch beim Koop-Zocken haben. Ist früher so manche Freundschaft zerbrochen, wenn sich der Mitspieler den besten Loot gekrallt hat, könnt ihr nun individuelle Loot-Drops einstellen und alle bekommen was. Genauso dufte finden wir, dass Gegnerstufen mit euch skalieren. Somit ist es völlig egal, ob euer Kollege vielleicht schon 20 Level über euch ist. Und ohne die nervigen Levelhürden macht Multiplayer gleich noch mehr Spaß. Doch natürlich haben wir auch was zu meckern. Da wäre zum Beispiel die KI. Klar, irgendwie passt's zu den dumpfbackigen Psychos, dass sie unter Beschuss manchmal einfach dümmlich in der Gegend rumstehen. Dennoch könnten sie ab und an gerne cleverer agieren. Dazu kommen noch kleinere Technikmängel wie langsam nachladende Texturen, Tonfehler oder Gegner, die dumm in der Wand feststecken und so den Missionsfortschritt behindern. Das meiste verschwindet hoffentlich in künftigen Patches. Das gilt aber leider nicht für unseren größten Kritikpunkt. Das neue Bösewicht-Gespann. Was geht, Luschen? Auch wenn die Szenen mit den Calypso-Zwillingen unterhaltsam sind, stehen sie doch ganz schön im riesigen Schatten von Vorgängerschurke Handsome Jack.
Etwas mehr Tiefgang und weniger Influencer-Nervkram hätten uns zumindest besser gefallen. Dennoch ist das Gesamtpaket von Borderlands 3 wirklich ordentlich. Verglichen mit dem Vorgänger hat sich das neueste Ödland-Abenteuer in den wichtigsten Punkten verbessert. Trotz drögen Zwillingsschurken ist die Geschichte bis zuletzt unterhaltsam und die Welt wie gewohnt voller Witz und Charme. Mit dem neuen Waffensystem haben die Entwickler zudem komplett ins Schwarze getroffen. Allein die Vielzahl an Schießeisen, gepaart mit dem enorm kreativen Ballerwahnsinn, macht Borderlands 3 in der Shooter-Landschaft zu etwas Besonderem. Letzten Endes bleibt Borderlands also immer noch Borderlands. Und das ist auch gut so. Falls euch das jetzt zu intellektuell und anspruchsvoll war, haben wir genau das Richtige für euch. Gears 5. Wunderbar stumpfe Action. So reduziert auf das Wesentliche, dass man sogar das Off-War aus dem Titel genommen hat. Spart Zeit. Und Geld. Und das soll Gears 5 jetzt ranschaffen. Gibt ja so wenig Exklusivtitel auf der Xbox. Also sollte Gears 5 bestenfalls ganz geil werden. Ob's geklappt hat, seht ihr jetzt. Gears of War steht für Action. Egal, ob's wie die älteren Teile vom Urentwickler Epic Games oder vom extra für die Reihe gegründeten Studio The Coalition stammt. Wer an Gears of War denkt, denkt an Ballern! Ballern immer drauf, immer weiter! Ballern! Ballern immer drauf, immer weiter! So viel sei schon mal verraten, an fettem Fratzengeballer mangelt's auch dem numerisch fünften Teil der Reihe nicht. Dafür hat man sich ein paar Wörter im Titel gespart. Der neueste Teil heißt schlicht Gears 5. Alle Zeichen auf Veränderung also? Möglich wär's. Weil Microsoft ja gerne mal Armut an der Exklusivfront vorgeworfen wird, ist ein fetter Name wie Gears natürlich geradezu prädestiniert dazu, den IP-Karren aus dem Dreck zu ziehen. Um das Ende des Vorgängers nicht zu spoilern, fassen wir uns in Sachen Story kurz. Nachdem in Teil 4 mit dem Schwarm ein neuer Gegenspieler auf den Plan getreten ist, kämpft die Menschheit ums Überleben. Diesen Kampf erleben wir im Vergleich zum Vorgänger nicht aus der Perspektive von J.D. Phoenix, sondern aus der von Kate Diaz. Die versucht mit dem Delta Squad den Hammer der Morgenröte wieder an den Start zu bringen. Wir erinnern uns, das ist eine fette satellitengesteuerte Laserwaffe, die fiesen Aliens ordentlich den Arsch putzelt. Und als wäre das noch nicht genug, scheint Heldin Kate eine Verbindung zum Schwarm zu haben und versucht, von Visionen geplagt, herauszufinden, was genau es damit auf sich hat. Was ist das? Das ist deine Bestimmung! Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Die Vorgänger zu kennen ist natürlich von Vorteil. Und das nicht nur, um sich über ein Wiedersehen mit der alten Riege zu freuen. Wer zum ersten Mal ein Gears-Schlachtfeld betritt, braucht aber keine Angst zu haben. Zusammenfassende Infovideos liefern genug Hintergrundinformationen, um zumindest der Grundhandlung folgen zu können. Es wird erträglich. Trotz etwas schwächerer zweiter Storyhälfte hat uns Kates Geschichte ziemlich gut gefallen. Nicht, weil uns das große Festival der Wendungen und Überraschungen präsentiert wurde, vielmehr ist die Story rasant inszeniert und die Charaktere harmonieren gut miteinander. Außerdem nimmt sich das Spiel neben all der Action auch mal Zeit für ruhigere Momente. Ich scheiß auf deinen Befehl. Es geht nicht um dich, sondern um mich. Ich muss das in Ordnung bringen. Das größte Problem der Kampagne hat übrigens nichts mit der Story zu tun. Vielmehr mit einer der größten Neuerungen von Gears 5, der geöffneten Spielwelt. Ja, in 2 von 4 Akten dürft ihr euch frei in der Welt bewegen. Und das nimmt etwas Tempo aus der Geschichte. Wir erinnern uns kurz zurück. Früher ging der Mix aus Action und Story ja meist so. Und jetzt ist es eben so. Ich hatte genug für einen Tag. Heilige Scheiße. Aus Fairness sei natürlich erwähnt, in der Praxis sind die Wege nie so lang, dass sie uns eklatant gestört hätten. Vermissen würden wir sie zum Wohle der Story-Dynamik aber auch nicht. Hey, Sir. Hey, was? Danke, fürs Kommen. Und bevor wir jetzt zur Action kommen, sei einmal erwähnt, um euch auch ein bisschen was zeigen zu können, haben wir den Gewaltgrad des Spiels etwas nach unten geschraubt. Und wenn euch da jetzt was fehlt, macht's einfach wie Tim und stellt's euch vor. Ah! Ja, 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 ja.
Ihr wisst ja, was gerade passiert ist. Action ist passiert. Und in der fühlen sich Gears-Veteranen ziemlich schnell zu Hause. Von Deckung zu Deckung huschen, mit geilen Waffen fette Gegner umholzen und nach wie vor unheimlich befriedigend im passenden Timing nachladen. Dass sich Gears 5 nicht altbacken anfühlt, liegt an einigen kleinen Neuerungen. Zum Beispiel hat Robo-Begleiter Jack eine ganze Reihe neuer Fähigkeiten spendiert bekommen, die ihr im Laufe des Spiels aufrüsten könnt. Wir fanden nicht alle Skills wirklich sinnvoll. Wenn Jack einen nervigen Gegner schockfrostet, fügt sich das aber hervorragend ins altbekannte Gears-Gameplay ein. Jay, bring! Ebenfalls lobenswert, die Umgebungen wurden geschickt in die Schusswechsel eingebunden. Wenn Blitze den Sand zu Deckung kristallisieren oder ihr euren Feinden den Boden unter den Füßen wegballert, dann macht das einfach Laune. Zeit zu schwimmen! Und wo wir gerade bei Lobhudelei sind, können wir auch gleich erwähnen, dass Gears 5 verdammt gut aussieht. Auf der Xbox One X ist's kantenflimmerfrei knackscharf bis in die letzte Ecke. Die Licht- und Schatteneffekte machen echt was her und dass das Ganze bis auf wenige Ausnahmen auch in 4K mit 60 Frames läuft, ist auch eine feine Sache. Alles in Ordnung? Naja, immer läuft's auch nicht rund. Hier zum Beispiel wollte sich Kollege Dell einfach nicht vom Fleck bewegen, obwohl er eigentlich müsste. Und das bedeutete für uns den letzten Checkpoint laden. Und hier? Naja, hier hat sich unser Team in der Tür ganz wohl gefühlt. Kam Gott sei Dank nicht allzu oft vor, kann man verschmerzen. Trotzdem, in der Gears Akademie scheint man ein paar Dinge zu lernen, die man nicht unbedingt hinterfragen sollte. Jahr für Jahr wollen etliche Rekruten den Gears beitreten. Aus einem Grund. Kämpfen! Sie wollen kämpfen. Denn nur wer kämpfen will, wird von unserem hochdekorierten Ausbildungspersonal in realitätsnahen Situationen in die geheimen Taktiken der Gears eingeweiht. Halt! Stopp! Wie macht das ein echter Gear? Erst anlehnen, dann drüber springen! Nochmal! Lerne kämpfen wie ein Gear. Lerne posen wie ein Gear. Und trinke Bier wie ein Gear. Jetzt mit dem exklusiven Gear Beer Gear. Nur bei Vertragsabschluss. Werd zum Gear. Werde Gear. Tja, die Gears lernen manchmal schon ziemlichen Quatsch. Erst anlehnen, dann klettern zum Beispiel. Anders geht's nicht. Solcherlei Überbleibsel aus der Vergangenheit sind manchmal etwas sperrig. Ein Gamebreaker aber zu keinem Zeitpunkt. Und wenn man ganz ehrlich ist, manchmal stellt man sich auch einfach nur selbst blöd an. Und damit kommen wir zu einer der Paradedisziplin von Gears, dem Multiplayer. Dass die Kampagne im Koop mit bis zu zwei weiteren Spielern bockt, gehört ja schon zur Serientradition. Genau wie der Horde-Modus, der mal wieder suchtgefährdet ist. Neben typischen Upgrade-Systemen und klassischen Spielmodi wie Team Deathmatch oder King of the Hill gibt es zwei große Neuerungen im Mehrspieler-Part. Die individuellen Fähigkeiten, über die jede Figur nun verfügt, und ein komplett neuer Spielmodus, Flucht. Das Prinzip ist simpel. Kämpft euch aus einem Lager des Schwarms zurück ans Tageslicht. Was das Ganze kompliziert macht? Viele Feinde, wenig Munition und die Giftgaswolke in eurem Rücken, die euch immer weiter in die Arme der Feinde treibt. Unseren Testpartien nachzuurteilen, hat der Modus eine Menge Potenzial. Wenn er dann funktioniert. Zum Start hatte Gears 5 nämlich mit extremen Serverproblemen zu kämpfen. Inzwischen läuft's in den meisten Fällen zwar problemfrei, komplett aus der Welt geschafft wurde der Serverschluck auf zum Testzeitpunkt aber leider noch nicht. Wir gehen einfach mal ganz zuversichtlich davon aus, dass diese Probleme schon bald der Vergangenheit angehören. Sorry, dass ich nur kurz zum Zerstören bleiben kann, aber ich muss weiter. Alles in allem hat uns Gears 5 also richtig gut gefallen. Weil der Mehrspielermodus eine ganze Menge Futter bietet, weil es sich gut spielt und die Story um Protagonistin Kate zu gefallen weiß. Gears 5 fühlt sich frisch und poliert an, obwohl es vieles genauso macht wie früher. Und das ist in diesem Fall ein Kompliment. Den offeneren Ansatz mit seinen recht uninspirierten »Komm, wir untersuchen das, oh nein, Feinde« Nebenmission, für die es im besten Fall ein Upgrade für Robohelfer Jack gibt, hätte es unserer Meinung nach nicht zwingend gebraucht. Aber hey, so richtig wehtun die ja auch nicht. Gears 5 hat seinen Beitrag zum Problem mit der Karre also geleistet. Alleine kann sich's aber die Finger wund ziehen. Da ist es ja gar nicht so schlecht, dass ein neues Halo schon im Anflug ist. Moin ihr Hübschen! Überraschung, es gibt mal wieder News aus der Gaming-Welt. Und ich, Herr Michael Krogmann, hau die jetzt mal raus.
Los geht's mit Red Dead Redemption 1 für den PC. Was, Krogi, das gibt es? Nö, aber es gibt einen Modder namens Damned Dev, der eine Mod namens Damned Enhancement Project in Arbeit hatte. Das Ganze sollte eine grafisch optimierte Version des Klassikers werden, gebaut mit Hilfe von windigen PlayStation 3 Emulatoren. Das fand Rechteinhaber Take-Two, Überraschung, gar nicht so geil und hat dem Projekt einen Riegel vorgeschoben. Es ist verboten! Verboten! Apropos Red Dead Redemption. Im aktuellen Red Dead Online gibt's zurzeit einen widerlichen Bug, der einen die Haare zu Berge stehen lässt. Neuerdings stehen nämlich frisch gehäutete Viecher wieder auf und laufen fröhlich blutend durch die Pampa, als wäre nichts gewesen. Apropos Blut und Gedärme. Auch das Resident Evil Franchise wurde ja schon immer ordentlich gemolken. Es gab ein paar mehr oder weniger erfolgreiche Ausflüge in andere Genres. Tja, und jetzt ist es wieder soweit. Project Resistance nennt sich der neue Multiplayer-Ableger, in dem 4 Teenie-Hipster aus einer Umbrella-Forschungseinrichtung fliehen müssen, während ein 5. Spieler sie als Bösewicht über Kameras und Karten beobachtet. Er kann außerdem Fallen platzieren und den Spielern verschiedene Viecher in den Weg stellen. Also asynchrone Multiplayer-Action, die ein bisschen an die Left 4 Dead-Reihe oder auch Evolve erinnert. Der Bösewicht kann den Spielern auch bekannte Bosse aus dem Resi-Universum auf den Hals hetzen. Aber wohl überlegt, denn seine Monster-Ressourcen sind begrenzt. Und er kann die Viecher auch auf Wunsch selber steuern. Klingt alles ziemlich originell und fresh, aber ich sag mal, viel Spaß beim Balancing. Weiter geht's mal wieder mit Death Stranding. Da rafft ja bekanntlich keiner so richtig, was das für ein Spiel wird. Doch jetzt kam raus, Chefentwickler Hideo Kojima rafft selber nix. In einem Interview sagte der Star-Entwickler, dass Death Stranding so dermaßen neu und anders sei, dass nicht mal er alles verstehen würde. Immerhin gab's jetzt 80 Minuten Gameplay auf der Tokyo Game Show. Wir fassen zusammen. Wie bereits bekannt, muss man die karge, aber verdammt hübsche Felslandschaft mit Gadgets wie Leitern und Seilhaken überwinden, um Kisten zu verschiedenen NPCs zu schleppen. Um nicht träge zu werden, muss man stets das Gewicht der Ladung im Blick behalten und kann die Kisten beispielsweise auf einen fliegenden Schlitten auslagern. Außerdem kann man einen Exosuit tragen und pimpen, um weiter springen und schneller laufen zu können. Man muss zudem auf gefährliche Flussströmung achten, das Baby regelmäßig mit der Mundharmonika beruhigen, bei Erschöpfung pennen, sich die Schultern massieren, feindliche Camps infiltrieren, die dortige Ladung schnappen und dann wieder abhauen, Zeugs vom Boden pflücken, gegen große Teermonster mit Granaten kämpfen, in gelben Wassertümpeln recovern und nicht zuletzt ganz viel über grüne Wiesen laufen. Aber die wichtigste Info ist, man wird ziemlich häufig mit anderen Spielern kommunizieren, à la Dark Souls. Die helfen einem dann bei Bossen und hinterlassen Leitern oder ganze Brücken in der Landschaft. Tja, faszinierend ist das ja alles, aber ob das reicht, um das viele Rumgelatsche spannend zu halten, man weiß es nicht. Danke, Krogi, das war spannend und auch informativ. Weiter geht's mit dem News-Ticker. Blutiges Marketing. Doom Eternal wird mit dem sogenannten Bone-Wodka aus echtem Knochenmark beworben. Ja, das Zeug kann man wirklich kaufen und saufen. Saufen! Geil! Glückwunsch! EA schaffen es mit ihrem Reddit-Beitrag zu den Mikrotransaktionen in Battlefront 2 ins Guinness Buch der Rekorde. Es ist der Beitrag mit den meisten Downvotes aller Zeiten. Glückwunsch die zweite! Star Wars Jedi Fallen Order befindet sich laut Entwickler auf der Zielgeraden und kommt wie geplant Mitte November raus. Glückwunsch die dritte! Choo Choo Rocket Universe, die Neuauflage des Dreamcast-Multiplayer-Klassikers, erscheint exklusiv für Apples Spiele-Flatrate Apple Arcade, die wiederum am 19. September startet. Und nicht zuletzt, huiuiui, The Last of Us 2 wird am 24. September bei einem Extra-Event ausführlich den Medien vorgestellt. Laut Jeff Keighley mit brandneuem Gameplay und echtem Release-Termin. Da bleiben wir dran. So, das war's mit den News. Nächste Woche gibt's auch wieder News, übernächste Woche dann auch. Und so geht das dann immer und immer weiter. Ja, das war's, euer Krogi. Wenn Gears 5 Justin Bieber wäre, dann wäre das nächste Spiel Booty. Hä? Weniger bekannt, aber genauso schön. Oh, danke schön. Mit ein bisschen Retro-Charme von früher. Also. Na, nee. Grau, ein bisschen durchfurcht. Ja, okay, ich verstehe schon. Ja, leichtes Children of Morta. Wunderschönes Retro-Spiel, Roguelite, Dungeon Crawler mit geiler Story, Fun of Fun. Jetzt. Bisschen Midlife-Crisis, also in der Bauchgegend. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wieder, der Mattes von Rheinlunds TV und ich habe heute ein neues Unboxing-Video und was ganz Besonderes habe ich dabei. Children of Morta. Ein großes Paket. Wollen wir mal gemeinsam reinlunzen. Uiuiui, da geht das auf. Was springt uns da entgegen? Sicher verpackt in einem kleinen handlichen Paket. Da ist die Story. Wenn das mit dem Autofokus klappt und ihr das auch sehen könnt, die Story, ja. Da schauen wir noch mal gemeinsam rein.
Eigentlich ist die Geschichte von Children of Morta schnell runtergerockt. Es geht um Familie Bergson, Oma Margaret, Onkel Ben, Vater John, Mutter Mary und die Kinder Linda, Lucy, Mark, Kevin und Joey wohnen am Fuße des Berges Morta, mitten im Wald. Und natürlich wird die erst so friedvolle Gegend gleich am Anfang von einer mysteriösen Fäulnis und grausamen Killerkreaturen heimgesucht. Weil die Bergsons aber keine 0815-Großfamilie sind, dann ist doch da hinten die Schmeiergammel-Ottos, ab zur Schule! Greift die Sippe kurzerhand zu den Waffen. The Bergsons' duty was to stand against this devouring deluge of death. Ein magischer Kristall im Keller öffnet praktischerweise Portale in verschiedene monsterverseuchte Dungeons, durch die ihr euch immer und immer wieder durchschnetzeln dürft. Ja, der Basisplot ist wirklich eingestaubt, wird aber durch toll inszenierte Momente aufgewertet. Ihr werdet von einem Erzähler begleitet, der euch in Cutscenes, aber auch in den Dungeons am Leben der Figuren teilhaben lässt. Before him was sacred ground. Dabei erfahrt ihr mehr über die Welt, die Beweggründe der Charaktere und deren Beziehungen zueinander. Und das auf eine Weise, die einem teilweise echt die Sprache verschlägt und auf jeden Fall länger bei der Stange hält. Jedes Mal, wenn ihr das Zeitliche gesegnet habt, wird die Story weitergeführt und so werden euch nach und nach alle der 6 spielbaren Charaktere freigeschaltet. Now, the Fire Child was ready. Ja, das war zur Story. Da ist ja noch einiges an Beiwerk in dieser viereckigen Box. Da schauen wir mal, was die noch zu bieten hat. Einiges an Plastikverpackungsmaterial, naja, ob das so umweltfreundlich ist. Aber da habe ich noch was gefunden. Was ist das denn? Sicher verpackt in dieser Doppelschicht. Plastik raschelt. Oh, das ist das Gameplay. Das fühlt sich vielversprechend an. Ist es auch. Children of Morta ist ein Rogue-Lite. Bedeutet, die Dungeons werden bei jedem Run neu generiert. Und beim vorzeitigen Ableben verliert ihr zwar eure Items, Erfahrung und Geld bleiben euch aber erhalten. Nichts Neues also. Das Ganze ist aber 1A durchdacht. In Children of Morta gibt es zwar keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die Herausforderung wird dafür dadurch skaliert, wie weit ihr eure Charaktere geskillt habt. Ist euch ein Dungeon zu schwer, kommt einfach ein paar Erfahrungspunkte später nochmal wieder. Wow, du hast trainiert. Ja, du brauchst kein Wörterbuch für mich, denn ich bin definiert. Für Abwechslung sorgen außerdem die verschiedenen Familienmitglieder, die sich alle unterschiedlich spielen. John und Joey sind muskelbepackte Nahkämpfer, die einiges einstecken können. Linda und Lucy kämpfen aus ein paar Metern Entfernung mit Bogen und Zaubersprüchen, während Mark und Kevin wendig und schnell auf ihre Gegner eindreschen. Jeder Charakter hat einen anderen Skilltree und nach jedem Run könnt ihr in eurem Zuhause familienübergreifende Attribute wie die Maximalgesundheit, Geschwindigkeit oder Rüstung verbessern. Außerdem werden mit dem Levelaufstieg der Charaktere passive Skills für die ganze Familie freigeschaltet. Verwendet ihr zu oft euren Lieblings-Bergson, erkrankt dieser an der Fäulnis und muss geschont werden. Zusammen mit den vielen unterschiedlichen Items, überraschenden Story-Events und Minispielen, wie diesem göttlichen Pong-Spiel hier, bietet Children of Morta zwar altbekannte Spielmechaniken, die sind dann aber mit mehr als genug Abwechslung und motivierenden Elementen gespickt und das treibt euren Stundentacho dann ganz schnell immer weiter in die Höhe. Wer jetzt noch Angst hat, dass ihm das auf Dauer zu öde wird, kann sich auch noch einen Freund schnappen und die Dungeons im Couch-Koop angehen. Das gibt dem Ganzen noch mehr Tiefe. Ihr fangt an auszutüfteln, welche Charaktere im gemeinsamen Screen und bei eurer jeweiligen Spielweise am besten zueinander passen. Und gerade hier wird Kommunikation super wichtig. Schön, dass du mit dir einen Status, ich habe unter deinen hier. Die Leute und den Bus gehen vorbei, haben die was angegriffen. Lustig. Naja, dann schau mal. Diese große Box, das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Da wühlen wir noch ein bisschen. Ach, da finde ich doch noch mal was. Was ist das denn? Das ist aber groß. Das muss wichtig sein. Oh, die Grafik. Da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Ein Retro-Look von vorvorgestern. Der minimalistische Pixel-Look rundet die heilige Dreifaltigkeit des haben wir schon sau oft gesehens perfekt ab. Zumindest denkt man sich das auf den ersten Blick. Wer aber genauer hinschaut, bemerkt die detaillierten und abwechslungsreich gestalteten Animationen und stimmungsvolle Lichteffekte, die dem Spiel doch einen besonderen Charme verleihen. Gerade das Haus der Bergsons ist wundervoll kleinteilig und erweitert sich im Laufe des Spiels um storyrelevante Elemente oder Items, die ihr in den Dungeons gefunden habt. Ach, das ist ja nett. Ja, sonst ist in der Box so nichts drin. Insofern kommen wir doch zum Fazit. Children of Morta ist nichts Neues, macht aber das, was es macht, richtig. Gameplay gut, Story super, Grafik sieht schön aus, hält lange bei der Stange. Was soll man da noch sagen? Macht man für einen schmalen Taler nichts falsch. So, das war es dann von mir, euer Mattes von Rheinlunds.tv. Spackt da mal wieder zusammen, ne? Game 2 ist vielleicht vorbei, aber ihr könnt trotzdem noch weiter gucken. Da zum Beispiel, guck mal. Ja, aber erst bitte abonnieren, bevor ihr da jetzt draufklickt, weil das, wenn man da draufklickt, dann geht es halt nicht mehr. Nee, dann müssten die wieder zurück. Das will ja keiner. Ein Klick. Das will ja einfach keiner. Das will einfach jetzt machen, bitte. Ja, genau. Ja. Wiederschauen. Reingehauen.